einmal die hier oben, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und hier unten, das weiß ich, das ist ein Wandelröschen. Möchte ich auch unbedingt wieder ein Bäumchen haben in Ungarn. Wenn die irgendwo werden sagen. Ja, kann ja sein. Gute Laune am Morgen. Immer gute Laune. Ja, ich weiß. Nach 2 Stunden Schlaf kann man nicht schlecht aufstehen. Diese blöden Mücken. Hast du schon erzählt, dass ich gestern vergessen hatte, die Tür zuzumachen und dann, wo ich schlafen wollte, halt die Zola drin hatte? Die hatten nur so 2 Stinkwanzen hier drin. Ja, du weißt ja, dass Mücken auf Schweiß reagieren. Ja, deswegen wollten alle zu dir, waren aber zu schwach wegen der Hitze hinter mir geblieben. Ja. Das war ja super. Zweimal. Dreimal. Wie schön. So schöne weiße Büschel sind da dran. Da müssen wir Samen mitnehmen. Das ist verboten. Hallo. Ein Büschelbaum. Ein Lebensbäumchen. Etti aus. Gras, Gras. Wir sind hier unten am Zeltplatz. Hier kann man nämlich auch zelten, genauso wie da. Da hat man direkt, ist man am Meer. Also es gehört zu unserem Campingplatz, wo wir stehen. Riechen die gut? Mhm. Aber die weißen Blumen oben riechen besser, ne? Mhm. Mal, hier ist auch noch eine kleine Außenküche. Oh Manu, ich bin die Küche. Ja, mit Theke, ne? Sollen wir mal in den Kühlschrank schauen? Ja. Achtung. Oh. Die machen die mal aus, die Kühlschränke. Und dann lassen die die zu. Nein, das, ich habe es jetzt schlimmer erwartet. Ja, Livia? Ich muss raus aus der Küche. Ja, hallo! Hallo! Guten Tag! Fleisch! Oh, was hast du denn da? Oh, der Waldmeisterstein und der Stein. Was kostet das? Gar nicht. Dankeschön. Gehen wir jetzt hoch? Frühstücken? Komm. Als wir angekommen sind hier, waren da alles rosane Blumen an der. Erinnerst du dich, Livia? Wo? Hier war alles, die sind alle verblüht. Kommen. Die hier. Die waren alle rosa und ganz schön püschelig. Etty, hopp. Aber komm mal mit mir. Was denn? Hier nur deine Blumen. Ja, da ist hier noch eine. Oh, die sind so schön. Ich hab die noch nicht. Ich könnte mir alles Ableger mitnehmen für Ungarn. Das wäre cool. Aber darf man nicht. Da brauchst du ein. Was braucht man dann? Zertifikat von der, was weiß ich, Pflanzenbehörde, dass man die ausführen darf oder einführen darf in die EU irgendwie so. Wir wollten Palmen mitnehmen. Haben wir alles gelassen. Aber aus Spanien wollten wir dann Palmen mitnehmen, weil das wäre ja möglich gewesen. Haben wir dann doch nicht gemacht, vergessen jetzt. Ich ärgere mich so doll. Die hätten wir schön an unserem Haus pflanzen können. Ja, ich warte. Oh, die riechen ja wirklich ganz herrlich, riechen die. Oh. Hier für dich. Ja, die haben auch ganz tolle Piekser. Hast du das schon gesehen? Hier oben. Boah. Jetzt noch mal vernünftig, Merhaba, ihr Lieben, aus der wunderschönen Türkei. Wir haben gestartet mit einem Spaziergang am Strand. Oh, danke. Genau, wir haben uns jetzt machen uns gerade ein bisschen fertig. Wir räumen drinnen auf, draußen auf. Vielleicht machen wir heute einen Ausflug, aber wir müssen den Morgen genießen.
8.11 Uhr, jetzt haben wir noch 29 Grad hier drin, da kann man am besten solche Arbeiten machen. Ich wollte euch einmal informieren, auf Instagram habe ich euch gestern schon Bescheid gesagt, dass bei meinem Punkt wieder 35% sind, also mit meinem Rabattcode Michaela10 spart ihr 45% bei meinem Punkt, das ist fast halber Preis, ja? Sie hört ein Hörspiel. Ja, was möchtest du? Wasser. Wer meinen Punkt noch nicht kennt, dort bekommt ihr 925er echt Silber in super ausgefallenen, schönen Formen und Farben. Silber, Gold, Roségold, also vergoldet ist es dann oder verroségoldet. Aber es ist echtes Silber, welches dann vergoldet ist. Ich trage den Schmuck mittlerweile seit Jahren, 24/7. Ich bin immer so ein, habe ich schon mal erzählt, so ein Kleeblattopfer. Diese Kollektion hat es mir unheimlich angetan. Ich mag diese Form sehr gerne. Ich trage eigentlich immer die Kleeblattkette. Ich zeige sie euch einmal. Diese hier, die gibt es in kurz und lang. Ich mag die so, so gerne. Ich habe auch beide. Mama. Aber ich wollte euch einfach mal auch diese Divine-Kette vorstellen, ja? Ich hab Hunger. Ja, was möchtest du denn essen? Denn es gibt natürlich viele andere Muster und Variationen bei meinem Punkt. Ich schreibe euch alles in die Infobox. Schaut gerne vorbei. Es ist auf alle Schmuckstücke 35% und insgesamt mit meinem persönlichen Rabattcode versandkostenfrei und 45%. Da lohnt es sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Ich trage diesen Schmuck 24/7. Ich gehe damit ins Meer, ich gehe damit baden, ich gehe damit duschen, ich schlafe damit. Ich mache alles mit diesem Schmuck und ja, er ist einfach qualitativ ganz hochwertig und den kann ich euch ja guten Mama. Gewissens empfehlen. Mama, ja, bitte. Wasser? Ja. Ja, hier. Ach so, willst du damit malen? Ja. Hm. Pass mal auf, dann drehen wir den Tisch um. Dann stelle ich die hier rein, dann kann das gar nicht umkippen, ja? So, genau, jetzt machen wir mal weiter mit dem Müsli-Programm unserer Müsli-Sachen. Oh, das müsst ihr unbedingt probieren aus der Türkei. Das ist so Haselnussbutter, gesüßte. Die gibt es bestimmt auch in Deutschland. Dann muss ich auch ein neues kaufen. Das ist unser Granatapfelsirup. Haben wir in Akhisar gekauft bei diesem tollen Pärchen. Was denn? Das Granatapfelsirup? Ja, ein Sägemesser raus, bitte. Ein Sägemesser. Bitte schön. Oh. Einmal Granatapfelsirup. Das haben wir bei so einem süßen Pärchen gekauft auf dem Wochenmarkt. Das ist so lecker. Es schmeckt wirklich. Muss ich unbedingt noch Neues holen, bevor wir ausreisen. Bitte schön. Lecker. Das lecker? Wie ist deine Geschichte, dein Hörspiel? Sie Conny im Urlaub am Meer. Weil früh, also Müsli ist fertig. Ja. So, wir machen uns jetzt gerade fertig. Wir fahren gleich Richtung Alanya. Ich wollte euch sagen, habe ich immer vergessen. Und zwar hat der Bernd wieder für die Europameisterschaft eine Kicktipp-Runde gemacht. Das kostet gar nichts, ist gratis, aber man kann auch gar nichts gewinnen. Ist nur so, just for fun.
Und zwar bei Kicktip könnt ihr da mitmachen. Unsere Gruppe heißt Gong EM. G-O-N-G, ein weiter EM. Und wenn über 100 Menschen mitmachen, dann mache ich auch mit. Weil ich will ja niemandem die Chance stehlen. Nein, Spaß. Aber wenn über 100 sind, mache ich auch mit. So, schaut da gerne vorbei. Diese App ist gratis, ja. Ja, wir packen jetzt unsere Sachen, mein Schatz. Wir fahren noch zur... Die wird ja hoffentlich weggekrabbelt sein, bis wir wiederkommen. Mama. Ja, ich kümmere mich gerade. Ja, Moment. Der Hummi hat eine Zecki. Ja, an seinem rechten Hinterlauf. Innen. Aua! Ich hör auf! Ich mach dir nur die Zecke weg. Etchi, soll ich dir Leckerchen geben? Oh. Also so eine innen? Ja, innen, an der Haxe. Hier, Etchi. Schmeißen, hier. An seinem Wo ist das denn, Kalle? Zum dritten Mal. Ja, ich komme, warte. Oh, Etchi. Zeig mir doch sein Hinterlauf, sein rechter innen. Ja, innen. Oder? Achso, der linke außen. Ich weiß es nicht. An sein Hinterbein. Hier. Hier, Etchi. Hat das lecker ausgekotzt. Warte. Hier. Fütter nicht die Hand, die dich beißt, Etchi. Ja, die ist wie so ein Blatt nur, so gar nicht voll. Die muss sofort gestorben sein durch sein Seresto-Halsband. Warte. Aua. Ich habe die gestern Abend schon entdeckt. Durch seine Gifthalsband. Da hat er so schön geschlafen, aber dann habe ich die Zeckenzange gesucht, weil ich die nicht mit der Hand... Das Zeckenvieh. Dann ist er aufgestanden, da habe ich es nicht mehr gefunden. Dann habe ich dem Bernd das gesagt, der hat die auch nicht gefunden. Soll ich die Galone jetzt mitnehmen, die leere im Wohnwagen? Oder machen wir das nicht? Ist die schon ganz leer? Da ist nur noch so eine Pfütze drin. Ja, dann nimm mit. Lass uns doch jetzt, ich muss ihn hier einmal... Hier, Etti, riech dich mal richtig lang. So, wie finden wir das auch, das Zeckenviech? Hi! Machen wir gleich. Wir haben ja die Zeckenzange Vielleicht dabei. Ist sie auch rausgefallen oder so? Ja. Genau, die ist, glaube ich, drin und tot einfach. Abgenippelt schon gestern. Ich setze mich auf dich drauf. Komm jetzt, Murphy. Komm mal hier. Ich störe ihn nicht. Der wird wirklich einfach liegen bleiben, hier. Wenn ich mich auf Komm absetze. Komm hier. Move your ass. Oh, der Wind ist endlich da. Das ist so toll. Wir fahren jetzt in die Metro nach Alanya. Bernd? Meine E-Zigarette. Bringst du meine E-Zigarette mit, bitte? Ist sie da? Ja. Calvino hat die Zecke, meine E-Zigarette. Ist sie? Calvino hat die Zecke, deine E-Zigarette ist da. Ja, ich wollte, dass du auflässt. Es ist immer so anstrengend, wenn wir irgendwo hin wollen, bis wir alles haben. Dann hat der Hund eine Zecke. Dies vergessen, das vergessen, alle genervt. Ach. Und dann war das so anstrengend, dann haben wir immer schon wieder Hunger. Fürchterlich. Die ist ja gar nicht hier, die E-Zigarette. Da muss sie ja im Auto sein, theoretisch. Okay. Ja, auf dem Weg werden wir jetzt noch so eine Galone hier wechseln. Da ist so ein Pumper dann oben drauf. Das ist ganz praktisch. Für Müsli, für Wasser kochen, Kaffee und so. So. Schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall mein Schlüssel drin. Da ist auch die E-Zigarette. Auch wenn ich die kaum benutze und ohne Nikotin ist, aber wenn ich die nicht dabei habe, dann denke ich immer daran, warum habe ich die nicht mitgenommen. Hauptsache, da steht drauf pH 8,84. So, gut. Jetzt hier direkt auf YouTube, sage ich es auch, auf Instagram kriege ich jetzt ganz viele Nachrichten, wie das denn geht mit der Kicktip-Dingsbums. Ich habe keine Ahnung.
Soweit ich weiß, ladet ihr euch gratis die Kicktipp-App runter. Wie viele sind da jetzt drin? Noch vier mehr sind da jetzt drin. Noch vier mehr. Mhm. Ich habe schon viel mehr. Ihr ladet euch die Kicktipp-App gratis runter und dann sucht ihr nach Gong-EM. Das ist dann die Gruppe von Bernd. Und dann könnt ihr mitmachen. Mehr weiß ich auch nicht. Das müsst ihr Herr Bernd fragen auf seinem YouTube-Kanal, weil keine Ahnung. Mama, ja. Wenn der wirkt online, ist es schon zu spät. Dann hat es schon angefangen, das Spiel. Ach so, sorry. Aber man kann ja immer noch mitmachen. Vielleicht. Sorry, zu spät. Deswegen sage ich immer, guckt auf Instagram. Da habt ihr das direkt. Hier, wie geht das mit dem Tippen nochmal? Ja, jetzt kann ich die alle. 17 Leute. Mhm. Ah, okay. Ja, ich bin zu weit gefahren, auf jeden Fall. Komm, passieren auf einmal das Spiel. Noch einen für den Rücken? Ja. Zack. Wow. Jetzt fehlt uns noch ein Spielzeug für den Aufenthalt in der Metro. Pakete davon nimmt, kostet es nur 200. Nimm noch zwei mit. Zwei? Dann 219, ja. Gibt es verschiedene, also kann man die wohl auch mischen. Nehmen wir mit pinken Blumen, Livia. Der ja. Pinguin-Klopapier. Ja, irgendwie so. Ja, nehmen wir zwei mit Blumenduft, Livia. Krokusse. Ein Paket. Mit Tasche. Ein Paket, 32 Rollen, kostet 5 Euro. Ne? 119,90. Oh. 20 Cent pro Rolle, 6,30 Euro. Aber wie viel würde so ein Paket dreilagig kosten in Österreich, Deutschland? Ja, Klopapier ist, da haben wir noch oft überlegt, komm, wir nehmen Wasser, wir nehmen kein Klopapier. Nicht weil, also einfach weil es so extrem teuer ist. Was ist teurer hier? Das ist auch dreilagig, auch 32 Rollen. 219, 212. Aber das kostet halt viel besser. Hier 164 TL. Ah, das ist so ein fluffiges, wie wir haben. Das ist so gar nichts. Solo ist doch die Marke Aldi, ne? Ach so, Haushaltsrollen. Bitte? Produziert worden am 24.04.24. Was ist das denn jetzt? Die Bohnen? Mhm. Ja. Was kostet ein Sack von 60 Lira. Mhm. Für ein Kilo. Mhm. Für ein Kilo mal mitnehmen. Oder willst du auch mal hier? Mal hier? Das riecht hier so hart nach Fisch. Das wird richtig übel. Ja. Zum Beispiel die jetzt hier. Ja. Die sind aber dicker, ne? Die sind 24 noch eher produziert worden halt. Also Monat abgepackt, eher. Abgepackt, denke ich mal, ist das, ne? Naja. Aber guck doch auf Mindesthaltbarkeitsdatum und... Die sind bis 26 haltbar. Ja, und die anderen auch. 25. Hm. Kann die nicht hochheben. Müsst ihr die dicken Munden oder die Bohnen mitnehmen? Mama! Die Ärmel. Ja. Ach, kann die nicht hochheben. Die Chickpeas, Kichererbsen, ne? Ja. Kann die nicht hochheben. Die dicken von Aarhusnäche. So, nicht, dass wir unterladen die Türkei wieder verlassen. Was haben wir bezahlt? 50 Euro. Ganz viele, ganz viele Nudeln. In Deutschland haben wir das Klopapier bezahlt. Ganz viele Linsen, rote und braune, Salz und Klopapier. 64 Rollen. For the good shit. Und genau, ein kleiner Vorrat. Und jetzt geht's weiter
Uns wurde ein Restaurant empfohlen. Da wollen wir jetzt mal hin. Das ist wohl so bekannt für Taxifahrer, die da gerne ihr Lunch essen. Das soll so einheimische Küche sein. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Und da schauen wir jetzt mal, was wir da kriegen. Dann nehmen wir noch was für unsere Freundin mit. Und dann fahren wir zum Pool, zu unserer Freundin. Also zu unserer Freundin zum Pool. So, ja, wir sind jetzt... Wir können uns hier hinsetzen, ne? Ja. Da können wir uns auch hinsetzen. Mein Telefon nehme ich mal mit. Wir sind angekommen. Haben gesagt, von wem wir kommen. Ja, kenne ich, ist mein Freund. Haben uns sofort willkommen geheißen. Ja, setz dich neben mich. Sorry. Ganz nett empfangen. Und wir haben jetzt bestellt. Warte mal. Ich habe mich gerade mit Shea-Butter eingeölt, deswegen bin ich so ein bisschen die Linse verschmiert. Jedenfalls haben wir gesagt, für 4 Personen bitte, würden wir gerne mitnehmen. Hm? Jock Ed stand zumindest in der Metro auf veganen Sachen. Jock Ed ohne Fleisch. Mama. Nicht zu verwechseln mit Ad. Ad ist Pferd, also ohne Pferd. Ja, Livia? Ja. Oh ja, da können wir die Füße drauf machen, ne, da unten. Ja. Wie praktisch. Machst du für 4 Personen, machst du jetzt für wieder Reis, Bohnen. Und hast du gefragt, wie viel das schon kostet? Ja, aber hab keine Antwort. Mhm. Überraschung, ist ja egal, ja? Hello! Hello! Ja, da ist ja Schatten, ne? Come on! Ja, come on! Bitte? Ja, ich mach auch wieder meine Füße da drauf. Ja, was rastest du so aus, Murphy? Hm? Oh, sieht so lecker aus, ne? Mein Kratzer ist richtig gut verheilt schon, der Hundekratzer. Aber ein bisschen sieht man es noch. Ist jetzt 2 Wochen schon her morgen, boah. Richtig. So, wir sind bei unserer Freundin angekommen. Gucken, ob sie schon da ist. Ich glaube nicht. Oh, die Palmen. So schön hier, dieser Pool. Unglaublich, oder? Hat hier, also, riesig ist der. Nee, gar nichts los ist hier, ne? Nein, ich hab nur ein bisschen Schuhe und den Pool. Ja, ziemlich schön. Geflogen. Wie süß das Vögelchen. Wie lange brauchen die wohl, bis die Häuser fertig sind? Ja? Ein Jahr, eineinhalb. Noch ein Jahr. Mhm. Ja, jetzt darfst du warte. Helfen. Jetzt hilfst du ja. Warte. Was hast du denn überall, Etty? Wieso ganz verrückt? Ettenzecki. Warte. Warum kommt gleich in sein Schnäuzchen. Und ist das eine Zecke? Setz sie mal her. Oder ist das ein Vogel? Jetzt will ich mal dich halten. Was verknorpelt ist. Tumor. Ja, hör auf. Ehrlich? Nein, irgendwas verknotet. Er wird auch noch belohnt. Das ist toll. Jetzt mal gucken, was wir hier machen. Warte. Ein paar Blätterchen haben. Möchtest du einen für Timmy? Hast du deinen Riegel aufzecken? Oh, das ist eine richtige Wunde, Mama. Er blutet da. Vielleicht, du hast jetzt geknibbelt quasi. Nein, ich hab nur, ja, er hat gerissen. Ja, ja. Ja, dann lass. Was hat er das? Was du denn da? Nimm weg, Livia. Gib mal das Timmy. Gib das Timmy. Nee, ich gib mal. Was jetzt mit der Zecke? Ja, dann lass das doch einfach. Das heilt doch. Brauchen wir nicht gucken. Oh, Eddie hat Härchen dir aufgepopelt, deine Kruste. Ich hab dir Milli ein Löffelchen. Oh, du bist aber hieß, ey. Wie war das vielleicht vom letzten Kampf? Hat Timmy Milli gegessen? Ja. Hier, brich durch und gib ihr. Mach kleine Stücke. Ja, mal.
Hennig? Ach, hat noch. Ja, ja. Der Etti hier, der isst die ganze Tüte ja, in 0,nix. Den darfst du nicht, die Packung, wenn du dem die Packung kennst. Seine Wunde? Das sehe ich doch, das ist Kruste jetzt hochgeklappt, ja. Sowas wäre mir lieber, wenn ich einen Hund hätte, der isst gescheit. Weil ich sag, wegtun kannst du. Ja, was soll der denn essen? Leberband, der isst nicht, aber denkst du, die finden mir nur mehr vom Fleisch, gell? Aber er wird schon wissen, was er essen muss. Ja, hat er verhungert. Ich habe immer Ängste, die behungert. Wurde seine Wunde. Aber wer verhungert denn frei? Ja, weil ich bin das so groß. Vom ich Team, vom Karino, hat ja kein schlechtes Leben. Vom Team, von der Selbstmord ist einfach nichts mehr. Also gegen 16 Uhr würden wir ungefähr gerne losfahren, wenn das passt für dich. Wie spät ist ein Band? Hab keine Ahnung. 15 Uhr noch was. 15 Uhr noch was. Ja. Wegen deiner EKM-Karte. Ja, in der Lade, da brauche ich die Karte, muss ich dann. Ja, besser ist das, bevor das wieder da. Und Halsschmerzen mit Mama im Schläfchen. Wie lange hast du geschlafen? Weiß ich nicht, 10 Minuten, das hält ja nicht lange an, dann ist immer irgendwas. Er bewegt sich oder zieht oder. Ist er gleich wieder wach. Vogel kackt mir auf den Kopf. Oder die Katze lauert von oben. Ja, genau. Ja, und nimmt hier die in der Reihen weg. Von dem Band. Es ist jetzt offiziell so weit, dass der Pool keine Erfrischung mehr ist, ja. Ne? Schon so. Ja, aber also jetzt so gerade ist es irgendwie... Alter, ich komm gleich, ruhig, meine Güte. Geh mir nicht aus. Alter. Bist du ruhig? Lecker. Du kannst doch nicht täuschen. Livia? Ich kann das schon. Ich weiß, ach so, das machst du auch? Ja, wir sind zu Hause, wie ihr seht. Gut angekommen. Ja? Da ist Kindersicherung drin, Livia. Deswegen geht das nicht. Vorsicht. So. Also wir sind gut angekommen. Ich wollte den Vlog noch beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen in alter Frische. Tschüss.